Ja, das, da bin ich ganz stolz auf dich. Ich war meilenweit vorne. 3 Kills oder so. Na und? Ich brauche auch mal Erfolgserlebnisse in meinem bedeutungslosen Leben. Bedeutung, ich bitte dich. Übertreib doch nicht wieder so schamlos. Doch, muss ich, damit es mehr Gewicht erhält und so. So. Mehr Kilos. Ja. Aus der Übertreibung veranschaulicht und so. Ich nenne das jetzt Zuckerstange des Todes. Verbau auch Zuckerstange. Und ein so ein kleiner schwarzer Scheißschleim von irgendwoher an. Die fallen von oben einfach runter. Genau wie Skelette, aber trotzdem. Kommt ja alles immer mal so an. Boah, was sind das denn jetzt auf einmal für so viele Gegnerhorden, die hier ankommen? Bei dir auch. Ah, ist ja schlimm. Manchmal ist so richtig tote Hose und auf einmal jetzt, ne? Hätte einer hinten Charge gerufen. Jetzt kommen die alle an der Hand. Charge! Ich werde gleich mal wieder sterben. So ein alter Dämon kann aber nicht die Puppe, die vor einem liegt, wieder aufgreifen, ne? Nein. Gut. Also zumindest ist es mir so nicht bekannt. Selbst wenn, lass ihn doch damit wegfliegen. Ja, er muss ja nur nicht in der Lava landen, nicht wahr? Ja. Machen aber auch teilweise Damage jetzt. Kaiser Doven. Doven. Alles muss unbedingt auf dieser einen verkackten Linie sein. Ja, natürlich. Wäre schon längst fertig, wenn das nicht der Fall wäre. Ach. Gib Ruhe da hinten. Haben wir denn sonst noch was zu erzählen? Nö. Also außer, dass es Leute gibt, die bei mir die neueste Staffel Pixelmon sehen wollen. Na dann. Lass deine Leute nicht warten. Doch. Hau raus. Sie haben auch sehr lange auf Terraria erwartet. Können sie auf Pixelmon noch mehr warten? Nö. Ja? Oh, geh weg. Hast du einen Puppentyp oder was? Nein, ich habe tatsächlich, hängt das da jetzt endlich an? Will den Scheiß nicht. Ich will das Buch aufsammeln, ihr Assis. Danke. Oh, vergesst zu springen. 14.000 Damage. Leichter Overkill. Ich habe ein neues Buch. Also nochmal ein Dämonensichelbuch. Ja. Dann kannst du das auch noch schmeißen. Ja. Ist endlich nochmal gedroppt. Endlich. Hat ja auch nur wie viele Dämonen gedauert? Frag mich nicht. Ist zwar nicht ganz so doll wie die meine, aber es ist eine Dämonensichel. Endlich! Nach so vielen Jahren! Weißt du, willst sie eigentlich gar nicht, aber ne, du kriegst die jetzt. Ich will's auch. I need it. I need it vorgestern. Hoffentlich. So, meinst du, das reicht jetzt? Ich bin mir relativ sicher, ja. Dann höre ich jetzt hier einfach auf. Endet der Weg jetzt im Haus. Dann machen wir das. Ich sterbe sowieso gleich wieder. Also ich krieg so viel Schaden. Oder lagen Herzen. Wie schön. Du aber noch unten, ne? Stehst du am Eingang oder wo? Ich bin jetzt am Eingang. Ich gehe jetzt wieder Richtung mein Ende. Wird dir auch manchmal die Uhr angezeigt? Ja, so unterhalb der Map, ne? Und
9. Aber mir 9 Minuten noch was. Ja, genau. Und manchmal gibt er das aus irgendeinem Grund an. Ich verstehe nicht ganz wieso. Ich auch nicht. Aber es hat bestimmt irgendeinen Hintergrund. Würde mich wundern, wenn es keinen Hintergrund hätte. Okay, ich gehe noch mal kurz hoch und hol Heiltränke, denn ich habe keine. Ja, ich war mir eigentlich am Anfang gelaufen. Ich hätte ja den Weg gleich von oben nehmen können. Hätte ein bisschen Weg gespart, aber okay. So, dann lass uns doch noch mal eben schnell die Tränke durchschauen, ob wir nicht noch irgendetwas brauchen. Erhöht die Feinspawn-Quote. Brauchen wir das ja, nicht nur brauchen wir. Steuerung der Schwerkraft, definitives Nein. Ich habe einen Wurmpotion, damit kann ich mich gleich zu dir porten. Macht immun gegen Lava. Dadurch, dass wir den Weg gebraucht haben, unnötig. Random Location und das sind die Heiltränke, ne? Hält 80 Mana und 80 Leben wieder her. Das machen nicht viel Teile. Und können wir das heute schaffen? Ja, wir schaffen das. Ich bin gerade noch kurz am Sachen rauslegen hier, deswegen überlege ich gerade, was denn hier unbedingt noch weg kann. Überleg schneller. Dabei. Joa, Barren auf einmal im Inventar. Interessant. Bei Verleihen Schaden, ja, so. Heiltränke habe ich jetzt einen 20er Stack mitgenommen, ne? Ja, das müsste ja wohl reichen. Ja, so. Bitte, stehst du am Anfang? Ich stehe da, wo wir dann gleich loslegen, ja. Irgendwo links. Achso. Hab dich gerade einfach nicht gesehen. So, und schmeiß mal das Buch rüber. Bitte. Da kommt Bruno an. Ah. Dankeschön. Bei mir nicht aufgesammelt. Okay. Jetzt hab ich's. So. Hast du die alten Sicheln aber auch. Dann würde ich gleich nochmal gerne einen Heiltrank nehmen, bevor ich dann jetzt hier eine Puppe in das Lava schmeiße. Bruno vielleicht nochmal erledigen. Ja, der nervt gerade ein bisschen. Ich habe vergessen, was ich drücken musste für Mana-Tränke. War das N? Nee, es war nicht M. Nee, N. Ich glaube N oder B, einer von den beiden. Okay, von mir aus leg los. Gut. Ich werf sie. Gut. Sie ist erwacht. Erwacht. Aber wenn das mal kein Damage macht, oder weiß ich auch nicht. Schoss einer eine Sichel zurück. Ja, das ist ja irgend so ein scheiß Dämon, der da ist. Oh, es leckt über mir. Damit. Dann waren auf einmal gar keine Arme da und auf einmal klopfen die dann da auf und dann machen wir keine Schiebe. Und ich dachte gerade schon, oh, wir laufen ja gut, denn der hat schon gar keine Arme. Weg. Apropos Arme, er macht viel Laser-Damage. Man sollte es ausweichen. Ich dachte gerade, was ist jetzt los? Entsetzt, du hast etwas Ekliges gesehen. Es gibt keinen drin. Das ist immer gut. Nein, nicht. War es okay. Jetzt
Vielleicht müssen wir mal so langsam hier das Mittelteil treffen oder sowas. War das? Leckt. Du scheiß Schleim. Geh mal aus dem Weg. Verschwinde aus meinem Leben. Wie läuft's denn gerade? Boah, nicht sehr gut, weil ich... Damage-technisch? Viel zu viel Leben verliere und das viel zu wenig... bei mir wieder. Du stehst bei mir auf der Stelle. Ich bin tot. Ich kann nicht sehen, ob ich was treffe oder nicht. Wir haben die Hälfte down. Habe ich denn noch auf Karten technisch? Kannst du das zufällig sehen? Nein, gerade nicht. Ich habe so das, obwohl doch, ich bin noch bin ich beim Holz, bedeutet, ich bin noch nicht bei mir, wo ich dann angefangen habe zu bauen. Jetzt bin ich da bei mir. Oh shit, dann habe ich gar nicht mehr so viel, glaube ich. Oh, schlecht. Ich komme gerade hier nochmal runtergesprungen. Ich glaube, ich werde sterben. Ja, scheiß Mini-Schleim da. Fuyo. Weißt du, willst du zu Hilfe kommen? Nee, Schleim hält dich auf. Kaufen Sie jetzt Schleim. Do it now. So wahr. Okay, ich habe keine Mana, keine Mana-Tränke mehr. Das ist auch nicht wirklich viel Leben. Ach. Ja, ist so. I will survive. Wie viel Weg hast du da in etwa noch? Kein. Oh, schön. Offiziell ist der Weg jetzt durch. Das macht aber eigentlich gar nichts, denn hier hinten kommen keine Gebäude mehr, an denen ich mich festhalten kann. Oder an die mich aufhalten können. Ich habe wieder vergessen zu springen. Ach komm, ich habe mehr auf deine Lebensleiste geachtet, als dass ich jetzt hier drauf achte. Ach Mensch, ja, Mensch, du müsstest ja mal springen. Oh. Oh shit. Da war ein Schleim im Boden, den habe ich nicht gesehen. Technisch 5000 HP noch gehabt. Also von 15.000 haben wir 10.000, habe ich einmal abgezogen. Nicht wirklich viel. Könnte mehr sein. Das heißt, wir müssen den Weg dann noch verlängern. Weg verlängern, beziehungsweise mehr Mana-Heiltränke und... Vielleicht mit vollem Leben rangehen. Ich war volles Leben. Nee, ich hatte keine Mana-Tränke mehr. Also wir müssen mehr Mana-Tränke kaufen, um dann die ganze Zeit den durchhalten zu können hier. Mhm. Weil solange wir diese Sicheln schießen, kann uns eigentlich kaum was treffen, weil diese Arme, wenn man die ja losschießt, fliegen direkt gerade auf dich zu. Mhm. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen immer mal springen, wegen den Laser. Um den Laser auszuweichen. Und teilweise haben wir etwas wenig Platz für Springen. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, wir müssen jetzt alles riesig aus und aufpowern und kaputt größer machen. Deswegen müssen wir teilweise. Ja, halt auch für Pfeile ist halt an sich halt auch dann manchmal wenig Platz. Ganz einfach immer sowas. Das Schöne ist, die kriegt generell Damage, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der obere oder untere Kopf dann da noch Nee, also halt auf eins dieser drei Teile, ne? Und dann bedeutet das einfach immer in die Richtung schießen und hoffen, dass du so viel wie möglich Damage drauf machst. Genau. Boah, ging ja aber, komm, für den ersten Versuch schon zum ersten vernünftigen Versuch abgezogen haben. Ja, den ersten zähle ich ja nicht mit. Der war ja random spawn. Das war halt mal wieder typisch Westlast. Kaufen Sie jetzt auch. Wer ist das? Alles an deinem Server. Hätte ich richtig gesehen, wo das Teil landet, hätte ich das gefangen. Hätte. Komm, Fahrt, wir stellen uns in den schönen Teppich. In den Teppich. Schönen goldenen Teppich. In den Cinemax-Teppich. Genau. Okay. Gott.
Ja, hier werde ich jetzt für immer festkleben mit meiner Knochenhand. Du hast sogar richtig gelbe Schuhe gerade an. Super. Sieht bei dir gerade so wirklich aus, als hättest du gelbe Schuhe. Gut, dann machen wir jetzt hier eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Terraria mit dem komischen Deppen, der sowieso mehr drauf hat als ich. Das klingt gerade, weißt du, wie so ein Outro, wenn es dann wieder heißt, sterben mit Vestas. Sterben mit so einem anderen Deppen. To be continued. Dam, dam, da. Aber man hat's immer gehasst. Aber ja, bis denn.